Ja, wir sind wieder am Start mit Pokémon. Let's go. Evoli, wir machen heute weiter mit Bruno. So, da ich weiß, was du als erstes besitzt. Ist mir das schon klar. Das heißt, Kukowai vorne rein und let's go. Dann haben wir fordern wir den nächsten Top 4 heraus. Den Kampfgeist, den du gegen Lorelei an den Tag gelegt hast, konnte man bis hierher spüren. Aber ich war auch alles andere als träge und habe meine Kampf-Pokémon unermüdlich trainiert. Mach dich auf ein wahres Feuerwerk gefasst. So, Top 4 Bruno möchte gegen uns kämpfen und er fängt mit einem Onix an. Auch er besitzt 6 Pokémon, wie eigentlich alle Trainer. Bin mal gespannt, wer dann am Ende der Champ sein wird. Wir sind ja offiziell eigentlich noch der Champ. So, fangen wir an mit Megasauger. Ich hoffe, dass ich... Ne, Steinhage, okay. Damals beim Trainieren hat es mit... War es mit Talsteine angefangen, was mir auch schon ein bisschen geärgert hat. Aber jetzt haben wir es tatsächlich mit... Gott sei Dank schon mal im etwas schwächeren Onix zu tun. So, tschüss, Onix. Adios, bye bye. Kikli, okay. Ja, komm, wir setzen uns mal ein. Dafür haben wir uns ja mit dabei. Wenn ich jetzt, wann, dann. Auf geht's. Mewtwo. Psychokinese, ne? Macht jetzt, glaube ich, am meisten Sinn. Oh ja, ich krieg ihn schon mal down. Muss keinen Ärger mehr machen. So, nächste Pokémon, was jetzt kommt, ist Quappo. Ich denke, dass ich die Kampf-Pokémon... Versuche den Mewtwo wegzubrezeln. So, Quappo auch schon Geschichte. Raichu reicht Level 60. Geowatz, ja. Jetzt hast du Geowatz. Ehemals, beim euren ersten Durchlauf hat es nicht gehabt. Da hätten wir sie nämlich brauchen können, um den Eintrag zu kriegen damals. Aber nein, diesmal nicht. So, Geowatz ist übrigens das. Ist ja Lola-Form nur so nebenbei. Also vom Typ Gestein Elektro. Gut, du gehst auf Steinhagel. Das, was dein Kumpel Onix auch gemacht hat. Bitte jetzt nicht zurückschrecken. Tut es nicht. Und damit war es das schon mal für Geowatz. Und da sind wir schon mal ein bisschen besser dabei. Weg. Nokcha. Damit ist klar, dass auch wieder Mewtwo zum Einsatz kommen wird. Wahrscheinlich auch gegen seinen letzten. Ich denke, dass er sich auch das Macho mal wieder mitgenommen hat. So, tschüss. Mach auch mal. Tschüss, Dodger. Evoli Level 61. Kukowai Level 55. Und jetzt kommt sein letztes im Einsatz. Und dann haben wir das Thema auch schon eigentlich ziemlich durch. Ich denke auch, Mach auch mal wird nicht viel gegen uns entgegensetzen können. Überhaupt nicht. Mit dem Volltreffer geht es schon mal auf die Bretter. Jo, dann haben wir's, liebe Leute. Dann sind wir auch schon mit Bruno durch. Welch eine Schmach. Ach, mein Training reicht immer noch nicht aus. Ich muss mich vor der Wahl stellen. So will ich dir gleich zur nächsten Herausforderung stellen musst. So, wir halten kurz unser Team noch schnell, bevor es hier weitergeht mit dem nächsten Teil, beziehungsweise der nächsten Trainerin. Ich guck gerade mal. Haben wir irgendwo... Ich habe gar keine Dings dabei, ne? Keine Hypertränke und nix. Agathe ist die nächste. Ah, die Frage ist, wie hat sie ihr Team aufgebaut? Gut, Nidoking wird wahrscheinlich der richtige Weg sein. Ansonsten muss ich umbauen. Gut, wie dem auch sei, wir verabschieden uns hier heute wieder. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's gegen die gute Agathe.